erstmal ganz gechillt, weil zuerst wird dein Gewicht gemessen. Was passiert jetzt? Jetzt braucht ihr natürlich dein Gewicht, die Körpergröße hatten wir schon, weil das alles wird in Relation gesetzt. Jetzt nimmst du bitte die Griffe. Und ich muss ganz kurz noch schauen, ob du mit den Fersen wunderbar stehst. Gut. Gerade und weg vom Körper wieder die Arme und den Daumen auf diesen Knopf. Die andere Seite auch. Und was misst die Waage jetzt? Er misst den Widerstand des Körpers, der Muskelmasse. Ja, da fließt so der Strom durch deinen Körper. Und wenn du jetzt auf die Angaben schaust, dann siehst du ja, dass da gerade die Zahlen vor sich hin auf den Balken laufen. Ah ja, alles klar. Genau, man sieht jetzt die Segmentierung gerade. Dass du die rechte Seite ausmisst, jetzt die linke Seite. Ich verstehe. Super. Genau. Und Skelettmuskelmasse wird gemessen, dann Fettanteile in deinem Körper und danach bekommst du eine Auswertung auf einem Blatt, wo du tatsächlich alles dann in Zahlen und Balken stehen siehst und kannst daraus Rückschlüsse ziehen, was dich dann letztendlich als Aufgabe erwartet, wo du die Muskulatur aufbauen musst. Automatisch wird dann natürlich auch Fett verbrennt durch die Muskelaufbauaktion. Genau, und dann hat man ja vielleicht bei einigen Menschen sieht man auch Dysbalancen im Körper, ne? Dass man hier auf einer rechten oder linken Seite, je nachdem wir veranlagt haben, sind dann mehr Muskelmasse oder weniger haben. Und das ist ja der Anhaltspunkt für weitere Übungen, die man dann von uns im späteren Verlauf der Tage mitbekommt. Ach, das ist ja klasse. Super, sehr spannend. Jetzt bleib noch einen Augenblick stehen. Ich gucke mal, ob das fertig ist. Ja, du darfst gerne runterkommen.